willkommen in meiner Küche. Bei mir gibt es heute Kokoswürfel. Die Kokoswürfel gibt es bei uns eigentlich auch unterm Jahr und ich will die schon so lange mal verfilmen und habe irgendwie immer nie dran gedacht, weil ich es dann schnell gebraucht habe. Und jetzt dürfen die an Weihnachten bei uns natürlich auch nie fehlen und darum möchte ich die euch heute zeigen. Ich lese euch mal kurz vor, was wir dafür brauchen. Wir brauchen für den Teig 250 Gramm weiche Butter, 5 Eier, 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver und Arak-Aroma. Wer keinen Arak hat, nimmt ein bisschen Rum. Wer keinen Rum will, nimmt ein bisschen Milch. Aus den Teigzutaten, die werden auf ein Blech gestrichen und es wird gebacken am Blech. Dann werden Würfel geschnitten und die Würfel werden in eine Schokoladen Guss getaucht, der besteht aus 250 bis 300 Gramm Blockschokolade, 125 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 500 Milliliter Milch und Vanillezucker. Und dann werden die gewälzt in Kokosflocken. Die schmecken herrlich, die haben wirklich Suchtpotenzial und jeder, der die bis jetzt gegessen hat, war begeistert und wollte auch das Rezept. Und darum möchte ich euch heute zuschauen lassen, wie ich meine Kokoswürfel mache. Ihr könnt den Teig, den ich jetzt frisch mache heute, auch jederzeit einen Tag vorher backen, stehen lassen und am nächsten Tag weitermachen. Ist fast noch besser, weil dann die Würfel nicht mehr so bröseln. Wir starten jetzt auf jeden Fall einmal mit dem Teig. So, jetzt habe ich so lange palabert und hergerichtet, dass sie mein Thermomix schon wieder ausgeschalten hat. Bei mir ist heute Backsaison, darum liegt auch mein Backbrett schon hier. Ich habe schon den anderen Teig im Kühlschrank, aber jetzt Plätzl verfülle ich ja nicht mit. Ihr wisst ja, ihr habt ja selber alle eure Lieblingsplätzl. Wir starten auf jeden Fall einmal. Der Teig bedarf jetzt wirklich ein bisschen Zeit, weil die Butter und der Zucker und die Eier richtig lange gerührt werden. Also nehmt euch bitte auch die Zeit, nur so bekommt ihr einen richtig schönen, fluffigen, weichen, soften Rührteig. Wir beginnen mit der Butter, die jetzt in den Mixtopf kommt. Mein Mixtopf ist ein bisschen, der hat schon Mehlreste drin, eben weil die anderen Teige schon im Kühlschrank warten. Und die Butter rühren wir uns jetzt erst einmal eine Minute auf der Stufe 4 cremig. Die eine Minute für die Butter ist um. Jetzt geben wir unseren Zucker dazu. Und auch den Vanillezucker. Und rühren das Ganze weitere 2 Minuten auf der Stufe 4. Auch die nächsten 2 Minuten sind um. Unser Butterzucker ist schön schaumig geschlagen. Und jetzt kommen unsere 5 Eier. Und für die 5 Eier werden wir uns jetzt wirklich 5 Minuten Zeit nehmen. Das heißt, wir stellen unseren Thermomix auf Stufe 4 und werden jedes Ei einzeln eine Minute lang unterrühren lassen. Erst dann kommt das nächste Ei hinzu. Wie gesagt, ihr habt es gerade reingeschaut. Schaut es euch an, wie das jetzt aussieht. Und ihr werdet dann sehen, dass sich das wirklich rentiert, sich die Zeit zu nehmen und die Eier einzeln unterzurühren. Stufe 4 und jede Minute kommt ein Ei dazu. Meine 5 Minuten sind um und ich habe jetzt einen richtig schönen, schaumig geschlagenen Eiweißzucker. Eier, Zucker und Buttermasse. So soll das sein, so mache ich das. Jetzt kommen unser Mehl dazu. Das machen wir lieber so. Ein Päckchen Backpulver. Und Arak-Aroma. Da geben wir einen guten Schluck dazu. Viele werden jetzt vielleicht Arak nicht kennen. Ich habe es jetzt extra mal hergesucht. Arak hat einen ganz besonderen Geschmack, eigentlich nicht so wie Rum. Und Arak ist aus reinem Palmsaft oder Zuckerrohr und Reismeische. Eine Spirituose mit 35 bis 70 Prozent Volumenprozent Alkohol gilt als Vorreiter
heute bekannter Spirituosen wie Raki, Wodka und Rum, zählt bis zum 18. Jahrhundert zu den beliebtesten Spirituosen Deutschlands. Europas. Der kommt auf jeden Fall mit rein. Der muss nicht rein, aber er bringt wirklich einen guten Geschmack. Und jetzt wisst ihr ja, jetzt lassen wir das Ganze nur noch kurz unterrühren, auch auf Stufe 4. Hin, Rücklauf und normaler Linkslauf und Rücklauf. Stufe 4, Linkslauf rein, Linkslauf raus. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich schaue mir den Teig jetzt mal an. Ich glaube nämlich fast, der könnte einen Schuss Milch vertragen. Nee, der ist perfekt. Der ist perfekt. Der braucht nichts mehr. Gar nichts. Und es riecht richtig gut nach dem Arak. Den Teig gebt ihr jetzt auf ein Blech. Ich gebe ihn auf meinen Stein hier hinten, den habe ich schon ganz leicht eingefettet. Fast kein Platz heute hier. Und da wird der Kuchen jetzt, lasst mich mal schauen, 25 bis 30 Minuten auf mittlere Schiene bei 175 Grad gebacken. Schaut ab und zu ein bisschen rein, dass er nicht zu dunkel wird. Das mit den Öfen, das kennen wir ja. Ich verstreiche den jetzt und gebe ihn da in meinen vorgeheizten Backofen. Wenn er dann gut abgekühlt ist, dann machen wir zusammen wieder weiter. Mein Kuchen ist raus aus dem Backofen. Genau 25 Minuten war er bei mir jetzt drin. Ich habe die Stäbchenprobe gemacht. Der passt. Und so darf ihr jetzt erstmal richtig gut abkühlen. Wie gesagt, ihr könnt den super gut auch wirklich einen Tag vorher machen. Ich werde jetzt mal sehen, ihr seht, ich habe hinten schon die nächste Furie, ob ich heute weitermache oder morgen. Aber das ist ja euch egal, weil für euch bin ich gleich wieder da. Ich bin mittlerweile umgezogen. Ich weiß nicht, wo mir überall Schokolade klebt oder sonst irgendwas. Wenn ihr was seht, schaut einfach weg. Ich habe nämlich jetzt in der Zwischenzeit zwei Sorten Plätzchen gebacken, während mein Teig hier abgekühlt ist. Das Einzige, was ich mit dem jetzt gemacht habe, ich habe den in so große bzw. kleine Würfel geschnitten. Ich habe mir jetzt gerade Weihnachtsmusik aufgelegt und meine Deko angemacht und ja. Ah, wisst ihr was? Apropos Deko. Viele von euch wollten wissen, ob oder wie ich meine Küche dekoriert habe. Ich zeige es euch schnell. Ich zeige euch meine Plätzchen, was ich gebacken habe und ich zeige euch schnell, wie es bei mir zur Weihnachtszeit in der Küche ausschaut. So ihr Lieben, ich glaube so richtig gut kann man das über die Kamera nicht erkennen. So sieht es jetzt auf jeden Fall aus bei mir. So viel Deko gibt es heuer nicht. Das ist mein Fenster. Hier oben der Mistelzweig. Und dann geht es auch schon rüber auf meine Küchentheke. Natürlich ohne Stativ normalerweise. Und dann haben wir hier auch schon die Plätzchen, die ich heute schon jetzt gerade in der Zwischenzeit gebacken habe. Einmal Engelsaugen, die diesmal finde ich wirklich wunderschön geworden sind. Ich hoffe, dass der Puderzucker von der Marmelade noch ein bisschen weggeht. Und da weiß ich jetzt gleich gar nicht, wie die heißen. Die sind gefüllt mit Nougat und Himbeermarmelade. Sehen auch ganz hübsch aus. So, und jetzt machen wir weiter.
Falls ihr mich fragt, wo ich den Holzbaum her habe, der ist von einem lieben Freund, einem Bekannten in der JVA gemacht worden. Also den kann man nicht mehr, also wo ich den her habe, da gibt es den nicht mehr. Aber es gibt ganz viele Anleitungen in YouTube zum selber bauen. Das sind lauter einzelne Holzlatten, die man selber drehen kann, wie man das möchte, wenn man ein bisschen geschickt ist. Wir machen weiter mit unseren Kokoswürfeln. Als nächstes machen wir unsere Schokoladenmasse, wo die Würfel quasi drinnen getaucht werden. Dazu geben wir unsere Schokolade. Ich habe sie mir noch ein bisschen kleiner geschnitten, weil ich habe mir schon einmal ein Messer geliefert mit Schokolade klein machen. Die geben wir in unseren Mixtopf. Ja, schaut mal das her. Jetzt habe ich echt eigentlich viel Platz und komme trotzdem nicht raus. Die Schokolade machen wir 5 Sekunden auf der Stufe 10 klein. Also Schokolade im Mixtopf tut schon immer weh, finde ich. Mein Mixtopf ist auch noch ein bisschen feucht. Kein Wunder, der hat heute Schwerstarbeit geleistet. Da kommen jetzt die restlichen Zutaten dazu, unsere Butter. Unser Zucker und natürlich die Milch. Schokolade. Ja, alles. Schon wieder auf den Kuchen getropft mit der Milch. Habt ihr es gesehen? Und der Vanillezucker. Aber kennt ihr das? Eins will man eigentlich machen. Ach, könnte ich das noch, könnte ich das noch. Und bis ich schaue, ist es 5 Uhr und ich stehe immer noch in der Küche. Da könnte ich mich manchmal selber. 6 Minuten, 70 Grad, Stufe 3. Unsere Schokoladensoße, Masse, ist jetzt fertig. Die fülle ich mir jetzt um, einfach weil es schöner geht, wenn es in einer Schüssel drin ist. Und jetzt nehmt ihr euch entweder eine Gabel oder Schaschlikspieße. Mit Schaschlikspießen finde ich es aber nicht so gut. Ich habe so eine Kartoffeln zum Schälen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Der hat 3 so Zacken vorne und da lassen sich die richtig gut aufspießen. Das ist jetzt schon ein bisschen eine Batzerei, aber glaubt mir, das ist es wert. Ihr stecht die auf, taucht die in die Soße, ein paar Sekunden drin lassen und ab in die Kokosflocken. Und weg. Wirklich so ganz kurz bloß, dass sie sich ein bisschen vollsaugen und dann kommen sie schon in die Flocken. Und ihr seht, die Würfel werden jetzt ja noch größer, durch das, dass ich die mit der Schokolade vollsaugen und mit den Kokosflocken ummantelt werden. Die sollen ja dann mit einem Haps im Mund und wenn sie zu groß sind, dann sind sie einfach nicht mehr schön zu essen. Ich mache die jetzt einmal alle fertig. Ich schaue auf die Uhr, es ist 3:30 Uhr. Ich schaue auf die Uhr und sage euch, wie lange ich für das ganze Ding gebraucht habe, um sie zu tauchen und zu wälzen. Meine Kokoswürfel sind fertig. Ich habe 35 Minuten gebraucht, alle zu tauchen und den Kokosraspeln zu wälzen. Ich habe jetzt auch schon ein schönes Foto gemacht und so sehen die jetzt aus. Seht ihr das? Ich habe extra aufgeschnitten, dass man die auch innen sieht. Die haben jetzt innen den schönen weißen Teig. Dann haben sie sich außen vollgesaugt mit der Schokolade und außen, natürlich ganz außen, der Mantel der Kokosflocken. Also mir wird kein Plätzl gefährlich, muss ich ehrlich sagen, aber diese Dinger sind für mich sehr schwer. Die sind einfach... Vorsicht, Suchtgefahr, sage ich da noch. Fress mich Blödwürfel heißen die nämlich bei uns bloß. Ich bin
bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr Lust und probiert sie aus. Die halten euch jetzt auch wirklich 3-4 Wochen locker. Ich wollte euch noch zeigen, genau wie viel ich rausgebracht habe. Also das sind 2 Laugen. Da habe ich doppelt. Und hier habe ich auch nochmal 3 Laugen. Also da kommt wirklich gut was dabei rum. Plätzchen brauchen auch, die Ausstecher brauchen auch ihr Zeit. Also mein Gott, rentiert sich wirklich und die werden immer besser. Also die werden nicht trocken, die bleiben wirklich so gut und saftig. Ja, mir reicht es jetzt für heute echt. Ich gehe jetzt nur noch abschminken, duschen und dann, glaube ich, lasse ich mir es gut gehen auf meiner Couch. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Habt nicht so viel Stress in der Weihnachtsbäckerei. Und sag Servus und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.